So, Insertion Sort. Gehen wir noch mal ganz kurz durch, und zwar jetzt für so einen mittleren Fall. Wie sieht denn so der mittlere Fall hier aus? Also das ist ja irgendwie unabhängig sozusagen von der Art der Eingabe. Die Art der Eingabe hat ja eigentlich nur Einfluss auf diese While-Schleife, ne? Oder widerspricht mir da jemand? Das hier oben ist ja nur, sagen wir mal, der äußere Rahmen, also sprich diese äußere Vorschleife, die ist lediglich beeinflusst von der Länge der Eingabe, aber nicht von der Art der Eingabe. Das heißt, da haben wir n-Schritte, da haben wir n-1, hier haben wir 0, weil das ein Kommentar ist, hier haben wir auch n-1. Und hier hatten wir ja gesagt, wir hätten das irgendwie so bezeichnet, tj, die Anzahl der Durchläufe für while bei Wert j. Ja, und dann hatten wir irgendwie gesagt, so, wir müssen das ja quasi für alle j, also für alle j dieser äußeren j, Vorschleife aufsummieren. Und dann hatten wir hier oben so eine Summe, j gleich 2 bis n, ja, hier das 2, das n, und dann hatten wir irgendwie hier tj. So, und ich schreibe jetzt einfach mal so dahinter, tj, wie groß ist das denn wohl im Mittel? J ist relevant. Wir zählen ja hier sozusagen bei Wert von j. Das heißt, wir müssen da irgendwie j halbe reinschreiben. Ja? Und hier hat man dann diese Summen tj minus 1 und dann halt auch entsprechend tj, den Wert j halbe. Hier hatten wir auch tj minus 1 und hier hatten wir wieder n minus 1. So, wie hatten wir die Laufzeit ermittelt von den Dingen? Da haben wir einfach die Summe gebildet. Ne? Wir haben einfach gesagt, wir gucken uns jetzt an, diese Zeile wird n mal ausgeführt. Eine Ausführung kostet mich C1. Das ist jetzt irgendwie sozusagen so eine Zahl oder ein Kostenfaktor, den jetzt genau die Ausführung dieser Anweisung kostet. Ja, und müssen das einfach aufsummieren. Ja, das schreiben wir mal hin. Da kommt dann irgendwie raus. Da brauche ich jetzt ganz viel Platz für, je nachdem, wie ausführlich ich das mache. Das war irgendwie C1 mal n plus C2 plus C4 mal n minus 1 plus C5 mal Summe von j halbe und j läuft von 2 bis n plus C6 plus C7 von Summe j halbe minus 1 j gleich 2 bis n. So. Da sieht vermutlich keiner, was da rauskommt, ne? Da rechnet man jetzt irgendwie rum. Wie rechne ich denn beispielsweise sowas aus? Mal so Zwischenbemerkungen. Was ist denn das hier? Mal gucken, ob Sie in Mathematik aufgepasst haben. Was kommt da raus? Was ist das Stichwort? Reihe, habe ich das gehört? Was? Wunderbar, da kriegen Sie schon mal einen Punkt für. Und was für eine Reihe ist das? Endlich ist auf jeden Fall, genau. Die hat aber einen speziellen Namen. Die kann ich nämlich auch so schreiben. Vielleicht sehen Sie das dann irgendwie besser. Ich ziehe das 1/2 da raus. J gleich 2 bis n und j. Und ich kann dann auch noch sowas machen, das kommt Ihnen dann vielleicht noch vertrauter vor, j gleich 1 bis n, ich lasse die einfach von 1 loslaufen bis j, aber jetzt habe ich ja sozusagen 1 zu viel, den kann ich natürlich hinten auch wieder abziehen. Und das, haben Sie vielleicht gelernt, schimpft sich arithmetische Reihe. Und wenn Sie in Ihrer Formelsammlung nachgucken, dann steht da sowas drin, und wenn Sie das dann quasi da einfügen, und genauso können Sie das hier machen, also hier, das bezieht sich natürlich diese Summe auf den j halbe minus 1. Und wenn Sie dann ganz viel rumrechnen und rechnen und rechnen und rechnen, dann kommt da in etwa das hier raus. C5 plus, wenn ich mich eben nicht verrechnet habe, dann kommt hier das da genau raus. Ich schreibe das mal gerade hin und dann reden wir mal ganz kurz drüber. So, da kommt was ganz Fürchterliches raus. Ich lese das auch gar nicht vor. Was ist wichtig hierbei? Was meinen Sie, warum ich jetzt hier zweimal so einen gelben Strich darunter gemacht habe?
Warum habe ich das wohl hier markiert? Das ist eine quadratische Gleichung. Also, wir fassen mal zusammen. Das ist das Laufzeitverhalten im mittleren Fall. So, und das hatte ich beim letzten Mal irgendwie schon angedeutet. Das, was quasi so da vor der Größe der Eingabe steht, das ist ja in diesem Fall immer unser n. Also das sind ja im Prinzip Konstanten. Hier so eine ganz üble C5 plus C6 plus C7 durch 4. Ja, hier, die ist noch viel schlimmer. Das ist die multiplikative Konstante von dem n. Das ganze Ding hat quadratische Laufzeit. Das hat also irgendwie die Form a n Quadrat plus bn plus c mit irgendwelchen a, b, c aus r, die unabhängig von der Größe der Eingabe sind, also unabhängig von dem n. Das heißt, auch im mittleren Fall hat das gleiche Laufzeitverhalten wie im Worst Case. Auch da hatten wir so eine quadratische Gleichung. Ja, und wir werden gleich sehen, dass das dann eigentlich gleich zu behandeln ist. Ja, im Sinne, sage ich mal, einer Algorithmenanalyse ist das egal, ob hier jetzt ein a steht oder 5 mal a oder 100 mal a. Ja, man muss die Probleme nur irgendwie groß genug wählen, dann spielt das keine Rolle. Letztendlich dominierend oder entscheidend sind immer sozusagen die n, die da drin stecken, also sozusagen der Eingabeparameter. Ja, also auch im mittleren Fall, ja, der ganze Aufwand hat sich jetzt gar nicht so richtig gelohnt mit der Analyse hier, mit diesen J-Halben und so. Wir kriegen trotzdem das gleiche Laufzeitverhalten. Das, was ich eben hier sagte, Average Case häufig nicht besser als der Worst Case. Das ist jetzt genau, was ich Ihnen da jetzt gerade gezeigt habe, eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Also, wir fassen zusammen. Worst Case Verhalten ist also ein vernünftiges Maß für die Analyse von Algorithmen.